Schalten wir mal die Aufnahme für YouTube mit an, wo wir schon live sind, nachdem wir die Bestandsaufnahme gemacht haben. Ja, lang ist es her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, Fallout 76 mit meinem Let's Play-Charakter. Hat sich ein bisschen was getan. Unter anderem ist momentan das Camp, was in der Nähe vom Flughafen war, weg. Oder war das schon eher in Richtung Grafton? Ich glaube, es war eher in Richtung Grafton. Bestimmt das Lager inzwischen. Hi, Razor. Grund dafür ist, dass es eine Änderung bei den Camps gab, die man hier oben links sieht. Es gibt jetzt Campplätze, aktuell zwei Stück. Und dementsprechend haben sie sich vermutlich gesagt, ja gut, dann braucht man nicht mehr anzubieten, dass man eine andere Welt versucht zu laden, wo das Camp nicht belegt ist, der Campplatz. Ja, mein erster Campplatz ist also blockiert gerade. Außerdem gibt es inzwischen sogenannte legendäre Skills. Und weil ich mindestens einen Charakter auf Stufe 50 habe, ist ja auch der erste Platz für mich freigeschaltet. Da gibt es unterschiedliche legendäre Skills. So für meinen Spielstil finde ich, eignet sich aber momentan schlicht und ergreifend der Infiltrator am besten, weil der mir ermöglicht, Lockpicks und Hacking Skills automatisch auf Stufe 3 zu haben. Das heißt, ich brauche dafür keine Skillkarten mehr ausgeben. Die kann ich freilassen. Das heißt, die hier kann ich ja auch aussehen. Sehr schön. Packen wir den einmal rein. Ja, und es gibt inzwischen neue Questreihen, weshalb ich auch hierhin zurückgegangen bin. Denn hier fangen die Quests der Wasteländer an. Diese sind die Siedler, die zurück nach Appalachia gekommen sind. Und kurz nach ihnen kamen noch die Brotherhood of Steel, deren Quests vermutlich hier hinten irgendwo anfangen müssten. Mit denen habe ich noch gar nichts angefangen. Ich weiß bloß, dass die, ich glaube, hier war das, haben sie ihre Basis. Hier müsste es gewesen sein. Aber die Wasteländer, sobald man hier rauskommt, fängt bereits die erste entsprechende Quest an. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum die Texte ja anscheinend auf Englisch sind, obwohl ich auf Deutsch umgestellt habe. Momentan wieder ein schöner Mischmasch aus Deutsch und Englisch. Mal gucken, auf welche Art und Weise sich die... Ich glaube, das waren hier unten zwei Damen. Auf welche Art und Weise die sich unterhalten. Dass einige Sachen auf Englisch sind, kann ich verstehen, weil ich meine... Es muss doch einen Weg da reingeben. Ah, sie sprechen Deutsch. Vielleicht. Oh, ein Wortbewohner? Hey, du! Auch wenn die Untertitel auf Englisch sind. Das heißt, es könnte vielleicht... Nein. Ah! Wir die ganzen Tastenbelegungen lernen. Einstellungen. Spiel. Ich möchte meinen... Es gab keine Spracheinstellung innerhalb des Spiels. Darf ich wieder bis zum nächsten Mal suchen, was los ist. Ja, dann... Also was ich mal sagen wollte, dass einige Sachen auf Englisch sind, kann ich verstehen, denn ich habe einen Mod drin, der für die Sortierung des Inventars zuständig ist und damit dann die Gegenstände entsprechend benennt. Dass die dementsprechend auf Englisch sind, ist für mich klar. Wow, wow, ganz ruhig. Wollte dich nicht bedrohen, nur ein paar freundliche Fragen stellen. Du kommst aus dem Vault, oder?
Ich dachte, der wäre leer. Moment, ist die Tür noch offen? Tja, ja, die Tür ist zu, da kommt keiner mehr rein. Gottverdammt! Wir haben im Wayward einen Tipp gekriegt. Das ist eine neue Bar da unten an der Straße. So ein Kerl hat erzählt... Nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast? Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault, du weißt schon, das große Ding liegen soll. Die letzte Chance, unsere Pechsträhne zu beenden. Ja, Spoiler, das ist nicht der Vault, den sie suchen. Ja, wir haben keine Ahnung, von was die sprechen. Du weißt schon, das Ding, wegen dem alle zurück sind. Der Schatz. Schatz, also als ich das letzte Mal draußen war, habe ich davon nichts gehört. Ja, gab eine Funkmeldung dazu. Aber solltest du nicht wissen, dass er da drin ist? Ich habe es dir gesagt, Lacey. Der Typ hat uns betrogen. Aber das waren unsere letzten Kronkorken. Nein, irgendwer muss ja was wissen. Wir bleiben so lange, bis wir was erfahren haben. Wunderbar. Danke, dass du uns ein paar Antworten gegeben hast. Ist nur fair, dass ich mich revanchiere. Hast du irgendwelche Fragen? Ja, was können wir uns über diesen Schatz erzählen? Ich sag dir gern, was ich weiß. Ist nur nicht viel. Vor kurzem hat jemand per Funk gemeldet, dass in Appalachia ein Schatz vergraben ist. Wir wissen nicht was und wir wissen nicht genau wo. Aber die Leute sind so verzweifelt, dass jetzt quasi jeder, der ein Funkgerät hat, versucht, ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Die Monster schrecken niemanden ab. So ein Typ, den wir im Wayward getroffen haben, Carter, der hat uns ein paar Hinweise gegeben. Im Austausch gegen unser ganzes Geld. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Über Appalachia? Außer, dass es ein Friedhof ist. So viel dazu. Wir sind ja noch nicht lange hier, aber nach allem, was wir so gehört haben, das Gebiet hat's echt übel erwischt. Kurz danach sind diese Dinger aufgetaucht. Die Verbrannten. Die sind erbarmungslos. Haben wohl alle ausgelöscht, die die Bomben überlebt hatten. Und ohne Menschen ist dann alles außer Kontrolle geraten. Ja, guten Teil haben wir ja schon selbst erlebt. Ist halt wirklich gedacht, wenn man direkt aus dem Vault kommt, dass man sofort die entsprechende Quests mitbekommt. Zusätzlich zu den alten Quests, die sie nicht rausgenommen haben. Und die haben sie eigentlich recht gut eingefügt. Wir sind beide aus Virginia. Naja, was davon übrig ist. In die Richtung brodelt es ziemlich. Und die wenigen bewohnbaren Flecken, die wurden schnell geplündert. Ich meine, Appalachia ist echt gefährlich. Aber immer noch besser als das, wo wir herkommen. Falls uns deine Aufseherin begegnet ist, hat sie sich nicht vorgestellt. Tut mir leid. Frag doch mal im Wayward. Ich habe den Eindruck, die halten sich für natürliche Blickfänger. Ja, dann gehen wir doch mal los. Sei vorsichtig da draußen. So, dann werden wir uns mal aufmachen zum Wayward. Eine weitere Änderung, auf die ich auch gewartet habe, ist die Levelanpassung der Gegner. Okay, ich muss das hier wieder. Soweit es die Zone hergibt, sind alle Gegner jetzt entsprechend auf meinem Level. Für mich. Für alle anderen Spieler um mich herum haben sie das jeweilige Level der entsprechenden Spieler. Das finde ich eine sehr schöne Anpassung, wesentlich besser als wie es vorher war, wo der erste Spieler, der eine Weltenzelle betreten hat, das Level der Gegner bestimmt hat. Macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, aber ich finde die Variante so wesentlich besser.
Es gab dann einige Gebiete, vor allem um die... Boah, wie hieß das Ding nochmal? Dieses Hotel mit der großen Golfanlage herum. Da sind ständig hochstufige Leute aufgetaucht und die Gegend, die war eigentlich nicht betretbar. Und einige wichtige Quests liegen da drin. Mach die sauber, reparier das. Es hört nie auf. Ich weiß ja nicht mehr, was der Charakter hier so an Materialien braucht. Also erstmal wieder alles mitnehmen, bis ich mein Lager aufgebaut habe. Wo ich mich heute niederlassen kann. Na, hab kein Wasser mehr. Es gibt so vieles zu entdecken. Ja, ich bin schon vor euch rumgelaufen. Schön, dass du auch Abenteuer magst. Auf dem Weg hierher war ein Ort, den du dir mal anschauen könntest. Willst du wissen, wo das war? Ja, gerne. Genau hier. Schau dich da mal um. Man weiß nie, was man findet. Vixen Homestead. Ich hab's vermutet, dass es hier weiter am Norden sein könnte, aber nein. Vixen Homestead. Ich kenne jemanden, der das reparieren kann. Entweder erwischen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Rats. Super, er markiert mir eine Stelle auf der Karte und ich finde sie nicht. Ich möchte meinen, die müsste hier oben sein. Jetzt wird gegessen. Wenn wir unser Gebiet bis hierhin ausdehnen könnten, hätten die Raider keine Chance. Ja, Blindfisch. So besonders ist das Teil nicht, eine kleine alte Farm. Achso, nur Biber. Thank you.
Bienenschwärme? Ich kann mich nicht erinnern. Okay, sind für Munitionsverschwendung. So, jetzt haben sie mich abgelenkt. Ist das Vixen Homestead? Ah, okay. Nicht das Richtige in Erinnerung gehabt. Oh, sind doch Gegner. Ich hab gedacht, das ist eins von den frisch besiedelten Sachen. Ja, du bist tot. Da steht doch Korps, warum schieße ich drauf? Schrauben. Nachricht an Sammy. Ja, die Responder wissen absolut gar nichts. Jede Nacht sind mehr von ihnen im Himmel. Die Bruderschaft hat uns alle gewarnt. Die Feinde ist gefallen, haben sie gesagt. Was meinen sie damit? Die Vorräte werden weniger. Vielleicht versuche ich, zu Abby in den Bergen zu kommen. Die Freien Staaten müssen mehr wissen. Sammy, wenn du das liest, geh zu Abby. Geradeaus nach Osten. Nein, genau östlich der Red Rocket, des Red Rocket Megastop. Sie kennt die Bruderschaft des Stahls besser als jeder. Mögen Engel auf dich aufpassen, weil sonst nichts anderes auf dich aufpassen wird. Abby, das war ruhig der Bunker, den ich schon einen Marker für habe. Ja, da, Abbys Bunker. Ich habe natürlich auch gar keine Ahnung mehr, welche Notizen ich schon alles gelesen habe in der Vergangenheit. Mich also nicht wundern, wenn ich doppelt Sachen vorlese und momentan auch noch on the fly übersetzen muss.
machst du da oben? Es bin ja gar nicht mehr gewohnt, dass Sachen mich. Dass mich nah mit Strahlung versorgt. Dass ich kaum was Sinnvolles bei habe. Da hinten kraucht der rum. Findest du manchmal diese Magazine? Die sind richtig gut. Und du? Sammel ich. Hast du die schon mal gelesen? Ja. Wenn man sie benutzt, kriegt man schöne Buffs. Ich habe noch ein paar davon übrig. Nick, ja. Schon von Hinterwäldler gehört? Kann man in Appalachia immer gut gebrauchen. Willst du es? Ja. Viel Spaß damit. Backwoodsman Nummer 9. Minus 50% Workshop Repair Cost. Nee, sowas wird immer ausgestellt. Ich lese die Dinger nicht. Sehr schön. Look up failed. Okay, das ist irgendwo eine Übersetzung verloren gegangen mit meinem Übersetzungsproblem hier. Waffen hier.
schöne Sachen bei. Munitionsmenge und Armor-Piercing. Ach, jetzt sieht es noch nach einem Gewehr aus. Ach ja, kann ich mir auf einmal herstellen. Wer schmeißt denn Loot weg? Man direkt hier nie was zerlegen kann. Thank you.
müssen hier dringend sauber machen. Wenn die Raider hier rumlungern, werden sie es noch bereuen. Mach die sauber, reparier das. Es hört nie auf. Okay. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern. Was geht? Endlich mal ein schöner Tag. Scharfschützengewehr, hä? Ich wette, du knippst die aus, bevor sie dich überhaupt bemerken. So oft es geht. Ich heiße übrigens G-Day. Okay. Beachte mich nicht. Ich sorge dafür, dass ihr nicht alles verlottert. Ja, erste Mal Instanzen. Der Aufbau ist ein Knochenjob. Lady, ich wisch den Boden mit dir auf, wenn du mir nicht sofort verrätst, wo Crane Schatz ist! Schätzchen, Schätzchen? Ganz schlechtes Timing für einen Drank. Was? Hey, wer bist denn du? Ja, versuch's mal mit Charisma. In der Unterzahl? Scheiße! Von mir aus. Aber wir sprechen uns noch. Schätzchen, in meiner Bar bedroht mich niemand mit einer Waffe. Mord! Verschwinde! Ja, Duchess? Alter! Du hast so ein Monster reingelassen? Hey, du willst doch sicher wissen, ob's einen Morgen gibt. Dann sag mir, wo du und der Rest deiner Trottelbande sich verstecken. Was zum... Mord! Was sollte das? Er hat mich Monster genannt. Er wollte uns töten. Ich... Wir hätten ihn ausquetschen können. Oh, naja, so ist es sicherer. Stimmt wohl. Ich hoffe, gemacht. Du willst dir nur nett was trinken. Einmal pro Tag bedroht zu werden, reicht mir völlig. Ich bin ausnahmsweise unschuldig, aber da fällt mir was ein. Die Hautfarbe ändern. Ja, den nehm ich. Nicht gerade der beste erste Eindruck. Hatte mir das anders vorgestellt. Tut mir leid, Schätzchen. Nicht gerade der beste erste Eindruck. Hatte mir das anders vorgestellt. Tut mir leid, Schätzchen. Die erste Runde geht auf mich. Ich heiße Duchess. Kann ich was für dich tun? Ja, was mit dem Schatz? Uns gibt es hier noch nicht allzu lange, Schätzchen. Aber die Mehrheit unserer Gäste würde ich eher als Störenfriede bezeichnen, leider. Da war keine Aufseherin dabei. Ja gut, dann halt den Schatz. Wenn ich das wüsste, Schätzchen. Der ist hier reingeplatzt und wollte, dass ich ihm verrate, wo ein Kerl namens Crane steckt. Den muss ich wohl irgendwann mal bedient haben. Seitdem kommen hier nur lauter Gestalten vorbei, die mir das Leben schwer machen. Das ist nicht gerade gut für das Geschäft. Ja, brauchst du Hilfe?
Jetzt, wo du es sagst, ich könnte ein paar extra Hände brauchen. Dieser Bursche, den wir umgenietet haben, war nicht der erste von seiner Bande hier. Aber hoffentlich der letzte. Normalerweise schicke ich ja meine eigenen Leute zum Aufräumen los. Aber mein Rausschmeißer ist mir abgehauen. Wenn du das für mich in Ordnung bringst, zahle ich dir gutes Geld. Also, wie wär's? Ja, gerne. Für Geld, also für Kronkorken. Aber sag mal, was der Plan ist. Klingt fair. Also, zu den Einzelheiten. Diese Burschen haben sich alle nach Crane erkundigt. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wie würdest du die Aufmerksamkeit von einem Haufen entschlossener Schläger auf dich ziehen? Charisma 1 und weniger? Haben wir nicht. Wir haben ein bisschen mehr. Ja, mit Stack anlocken. Hat immer geklappt. Ja, nein, wir sind intelligent. Wir geben vor, dass wir Crane sind. Kluges Köpfchen. Und ich weiß auch, wie wir das anstellen. Kleinen Moment noch. Okay, ich glaube, das könnte... Kleine Vorwarnung. Architektur ist nicht gerade meine Stärke. Sieht doch ganz solide aus. Ich habe hier einen Bauplan für ein maßgefertigtes Schild gebastelt. Von Cranes Schatzsuche und Co. Falls es richtig funktioniert, sollte es eine Werbebotschaft aussenden, um die Aufmerksamkeit dieser Bande zu erregen. Kinderspiel. Du musst es bloß bauen und dann das Band benutzen, das verkündet, dass du geschäftsbereit bist. Dann musst du diese Trottel nur noch dazu bringen, dir zu verraten, wo ihr Boss sich versteckt. Die haben euch im Vault ja sicher alles über Baupläne und so weiter beigebracht, oder? Ja. Da gab's so auf dem Weg raus ein paar Sachen. Das höre ich gerne. Hey, der gute alte Mord kann natürlich auch dein Gedächtnis auffrischen. Wie meinst du das, Mordecai? Ich will ja nicht angeben oder so, aber ich habe ein paar Bänder zu genau diesem Thema. Oh, Mord, nicht die Bänder. Sprich mit Mord. Er kann deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen. Aber du musst natürlich auch Material besorgen. Davon sollte hier aber genug herumliegen. Ich schnüre dir ein kleines Paket. Ich leg noch ein paar Rationen drauf, damit du nicht verhungerst. Wahrscheinlich musst du einiges davon auseinandernehmen. Aber da du mir so einen großen Gefallen tust, kann ich dir auch ein bisschen Material für die Werkbank geben. Wer weiß? Vielleicht lernst du sogar was dabei. Also, was ist? Wollen wir mit der Show loslegen? Oh. Konstruktion, verschrotten... Und mit ein paar Schurken, die abgeben. Tja, bitte, gell? Gut sein. Es ist viel verlangt. Na gut, 75, aber keinen Kronkorken mehr. Heißt das, dass du dich drum kümmerst? 75 Kronkorken, ich verkaufe mich unter Wert. Ausgezeichnet. Wird höchste Zeit, dass wir die Trottel endlich loswerden. Wenn du sie findest... Dann sorge nur dafür, dass ihr Anführer die Botschaft versteht. Finger weg vom Wayward. Ja, der gute Mord. Level up. Machen wir erstmal das.
Ja gut, Ability zu Sneak. Warte mal. Schade. Ich habe davon einen Besitz, aber davon bin ich ausgerüstet. Hier müsste Picklock mit bei sein, ja. Picklock haben wir weggepackt. Butcher's Bounty ist momentan ausgerüstet, weil ich nichts anderes hatte. Nicht automatisch Gewehre ist momentan das Beste, was ich habe. Bow und Crossbow habe ich noch nicht. Nehmen wir Rifleman. So, Mord. Schön, dass Vault-Tec sich um einige Leute gekümmert hat. Gerüchte halber werden die Leute einfach in die Wildnis entlassen mit nichts als ein paar Rationen und einem schicken Anzug. Viel Glück! Nun mach dir mal keine Sorgen. Du bist jetzt in guter Gesellschaft. Hier hilft man sich gegenseitig aus. Also, was kann ich für dich tun? Ja, wollen wir ein bisschen mehr über Gude in Erfahrung bringen. Allergien? Wie sich herausstellt, darf ich Erdbeeren nicht zu nahe kommen. Das war ein Witz. Aber ich war draußen, als die Welt unterging. Ich war mit einem Sicherheitslaster unterwegs. Kam gerade hinten aus dem Ladecontainer, als ich dieses Grummeln hörte. Und dann spürte ich den Wind. Es war, als wäre ein Wirbelsturm losgebrochen. Der Truck wurde ordentlich durchgeschüttelt. Bang, bang, bang. Ich öffnete die hintere Ladetür und dann... Bang! Dann erwachte ich hinten im Truck. Immer noch am Leben. Nur schade, dass mich jetzt niemals irgendwer für etwas anderes als meine liebenswerte Persönlichkeit lieben wird. Das war an dem Tag, an dem ich zum Ghoul wurde. Nicht die schmeichelhafteste Bezeichnung, aber wenigstens lebe ich noch. Und was für eine Haare? Nun, es hat seine Vorteile. Tja, die Strahlung prallt von mir ab wie ein Flummi. Die Wanderung durch eine Einschlagzone ist für mich wie ein Waldspaziergang. Zudem überlebe ich Situationen, die Normalos in einen dampfenden Fleischhaufen verwandeln würden. Der einzige wirkliche Nachteil? Du siehst es ja, ich bin von Kopf bis Fuß entstellt. Und, nun ja, vermutlich bist du ihnen schon begegnet. Nicht alle Ghule sind... Bei Verstand. Keine Ahnung, warum einige Ghule verrückt spielen und andere nicht. Doch seit meiner Verwandlung beschleicht mich stets dieses dumpfe Gefühl im Hinterkopf. Und zwar, dass ich Menschen fressen muss. Echt jetzt? Keine Reaktion? Tja, ich fand's lustig. Aber insgesamt geht das Ghul-Dasein in Ordnung. Als Lebensstil würde ich es aber nicht empfehlen. Allerdings, Glückwunsch, dass du etwas so Offensichtliches erkannt hast. Das Leben hier ist kein Zuckerschlecken. Lass dir das lieber eine Lehre sein. Ich hab keinen, ich bin unabhängig. Wenn die Leute hier was brauchen oder irgendwas erledigt werden muss, wo Strahlung im Spiel ist, kommen sie zu mir. Die Strahlung? Ha, kann mir nichts mehr anhaben. Und im Gegenzug lässt Duchess mich trinken, auch wenn ich nicht gleich zahle. Das beste Arrangement, das sich jemand in meiner Situation wünschen könnte. Aber ich sitze hier nicht nur rum und verschönere die Gegend. Wenn alles gut läuft, habe ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Aber das interessiert dich sicher nicht, die Bohne.
Gibt es sonst noch was? Ja, das sind Tutorials für Bauen. Du hast Glück, denn ich bin genau die Person, die dir mit deinem Problem helfen kann. Aber wenn ich helfen soll, wird dich das was kosten. Hör zu, ich hab diesen Plan. Du wirst mir helfen, reich zu werden. Weißt du, die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer, sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben. Ich handle nicht mit Schaufeln, sondern mit Wissen. Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rat-anfälligen Haut vorenthalten sind. Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe, und du wirst das Ganze für mich testen. Ich habe diese Holobänder aufgenommen. Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß. Hör sie dir mal an und lass mich wissen, was du von ihnen hältst. Ja, die hören wir uns an. Wirklich? Danke vielmals. Ich meine, danke. Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast, in Ordnung? Gab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest? So, den Job hatten wir bereits. Dann ein andermal. Ja, so, während wir uns hier umgucken, können wir mal seine Holobänder anhören, vor noch was trinken. Ja. Ich weiß schon, ob ich immer mit den Pfeiltasten navigiere. Seine Holos. Verdammt! Welche verschissene Ratte hat das hier? Hier oh, oh. Es ist an. Hallo? Hier spricht Mort McCoy. Und willkommen zur ersten Folge der Schulungsholos von Direktor Mort. Heute reden wir über ihr Camp. Und jetzt, ehemaliger Wortbewohner oder Mörder eines solchen, fangen wir mit den Grundlagen an. Der Platzierung ihres Camps. Wenn Sie zum ersten Mal Ihr Camp aufstellen, dann... Dann denken Sie daran, zuerst das Gelände zu prüfen. Prüfen Sie das Gefälle, ob es gut zu verteidigen ist und wie die Umgebung aussieht. Könnte diese Klippe da ihre Flanke schützen? Ganz sicher könnte sie das. Sobald sie den perfekten Platz gefunden haben, wird es Zeit für den besten Teil der Arbeit an ihrem Camp. Den Aufbau. Der Aufbau kann vertrackt sein. Sie brauchen also eine ruhige Hand und ein Auge für Einzelheiten ist wichtig. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit dem patentierten intuitiven Baumenü des Camp vertraut zu machen. Intuitiv. Aber keine Sorge, das nächste Schulungsholo von Direktor Mort geht genauer auf das Bauen ein. Bis dann, Einzelhandel. Komm schon, Mort, was ist los? Intuitives Baumenü. Wenn man sich mit auskennt, okay, aber ich finde es trotz allem nicht wirklich intuitiv. Hallo, lieber Zuhörer. Willkommen zurück zu den Schulungsholos von Direktor Mord. Holoband 2 dreht sich ums Bauen. Also, der erste Schritt beim Bauen ist... Ist das ein Weinfleck? Muss Rotwein sein. Mord? Jerry! Wie komme ich zu dem Vergnügen? Keine Zeit, Mord, die Polizei ist unterwegs. Du willst Einzelheiten? Wer es ist? AADTSL. Das Amt für Alkohol, Drogen, Tabak und schlechte Nachrichten stattet Welch einen Besuch ab? Sagt wer? Sage ich, Duchess. Du musst sofort verschwinden. Du bist ein korrupter Bulle, Gerald.
gibst dich mit bekannten Waffen- und Drogenschmugglern ab. Wie soll man dir vertrauen? Warum stellst du dich so an? Ich will dich nur vom Knast bewahren. Gerald, bitte, lass es. Können wir nicht einfach ehrlich sein? Hey, ich fange an. Was willst du? Meine Freunde vom Amt erzählen, du würdest große Forderungen stellen, weil du diese Drogenbaronin aus Appalachia ausliefern willst. Die, die du loswerden willst, damit deine neuen Freunde aus Charleston ihr Gebiet übernehmen können. All dein Gerede hat sie jedoch auf deine Finanzen aufmerksam gemacht. Und dein Haus. Und dein Auto. Und was sie gefunden haben, gefiel ihnen gar nicht. Sie kommen, Gerald. Aber nicht meinetwegen. Okay, ist das Band durch? Dann müssen wir das zweite vom Mord nochmal anfangen. Hallo, lieber Zuhörer. Willkommen zurück zu den Schulungsholos von Direktor Mord. Holoband 2 dreht sich ums Bauen. Also, der erste Schritt beim Bauen ist... Ist das ein Weinfleck? Aus Rotwein sein... Wahl. Die Wahl, was sie bauen wollen. Sobald diese Wahl getroffen wurde, erfolgt der Bau in drei einfachen Schritten. Erstens... Passt der ausgewählte Ort von Form und Größe her zum Objekt, das ich bauen will? Zweitens, habe ich den Bauplan gründlich studiert? Und drittens, habe ich alle benötigten Materialien... Wer zur Hölle hat auf meine Notizen geblutet? Saul, wenn du das machst, wirst du wieder bluten und zwar... Egal, komm zum Schluss, Mord. Materialmangel? Suchen Sie auf Schrottplätzen in Mühlen und Lagerhäusern nach Teilen. Fehlt ein wichtiger Bauplan? Ihre Händler vor Ort haben vielleicht genau das, wonach sie suchen. In diesem Sinne, dies ist ein Schulungsholo von Direktor Mord. Bis zum nächsten Mal. Solomon, wenn das keine Marmelade ist, dann... Auf zu Nummer 3. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, zu Direktor Mords letztem Holoband seiner Camp-Reihe. Jetzt geht's um die Energie. Wenn Sie das zweite Band gehört haben, wissen Sie, wie ein Generator gebaut wird. Haben Sie dies noch nicht getan, warte ich noch etwas. Ich nehme an, Sie haben jetzt einen. Generatoren sind das Herz des Energiesystems Ihres Camps. Sobald der Generator steht, müssen Sie ihn nur noch per Kabel mit dem gewünschten Objekt verbinden. Achten Sie darauf, dass das Kabel frei von Hindernissen verlegt wird. Für eine direkte Verbindung. Manche Objekte wie einfache Glühbirnen benötigen jedoch keine direkte Verbindung. Sie müssen nur ein Kabel von Ihrem Generator zu einem Energiepylon ziehen und diesen dann in der Nähe der Lampen platzieren. Und voilà! Es werde Licht! So, und das waren Direktor Mords Holobänder zum Campbau. Bitte wenden Sie sich an Direktor Mord im Wayward, um mehr über seine anderen tollen Kurse zu erfahren. Darunter Mord ist das noch genießbar und Mutationen! Bin ich ein Monster? Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Perfekt.
So, sind wir jetzt immer noch überlastet, ja. Aber nicht mehr so schlimm. So, jetzt muss man einen guten Bauplatz finden. Ja, ich denke doch gegenüber der Mine. Das war ein Siedler. Das war auch ein Siedler. Ich habe hinten noch drei gekillt. Oder habe ich versehentlich einen Siedler niedergeballert? Das tut mir leid. Ja, da muss ich versehentlich die Siedler abgeknallt haben. Jetzt war ich nicht. Mach dies sauber. Reparier das. Es hört nie auf. Oder war ich's doch? Wir haben doch aufeinander geballert. Verstehe ich nicht. Oder was der? Was ist das da drüben? Die Blutadler sind ein gefährlicher Ableger der Raider. Die vertagen sich nicht mit der Gruppe in Crater. Ah, okay. In Crater gibt es Raider.
Ich habe solche Muskelkater. Der Aufbau ist ein Knochenjob. Auf zu Mina. Ja, verlassene Mina. So verlassen ist die gar nicht. So, Store, das sind die Sachen, die ich mal gebaut habe, die jetzt weg sind. Darf ich irgendwas wird im Wasser platziert, was nicht im Wasser platziert sein darf? Und warum zeigt er mir das dann? Sehr schön. Wir haben hier einen Fluss in der Nähe. Ich habe außerdem irgendeinen Plan gefunden. Na gut, der ist gefunden. So, dann Quest, da ist das Sign.
Übertragungsband ausgegeben. Bitte Datenband in beliebiges Übertragungsterminal einlegen. Ziel markiert. Ach ja, die kann ich aufbauen. Sehr schön. Natürlich lieber, aber okay. Ja, die Matschfuhrzeug natürlich alle verarbeitet. Super. Sag mal, Leute. Ja, ist die blöde Ratte, deren Leiche hier noch irgendwo liegt, und jetzt hier. Oh, die hab ich falsch umgebaut. Was war hier auf der falschen Seite? Oder haben die Dieren angegriffen? Ich hätte mir das Haus bauen sollen. Ja, gibt's noch was zu reparieren? Nein.
Nee, nicht mal eine vernünftige Waffe dabei für mich. Wo ist überhaupt mein Hunting Rifle eigentlich? Das ist Stufe 5. Nein, das ist auch Stufe 5. Okay. Die stören mich aber bei meinen Arbeiten. Ich wollte mich schon immer im Wald zur Ruhe setzen. Ich bin im Schimmelhimmel. Okay. Jedenfalls... Mein verdammtes Knie! Jedes Mal! Zum Teufel damit! Jackpot! Ganze 2 Quadratzentimeter! Intakter Alufolie! Alufolie hilft mir nicht! Sonst nichts. Ja, modifizieren, reparieren. Direktive Schrottmonopol noch nicht umgesetzt. Ich hätte mir das Haus bauen sollen. Damit.
wollte mich schon immer im Wald zur Ruhe setzen. Jedenfalls war ich noch gleich. Habe ich Material und Waffen zurück? Wer schon führt den Bock? Menschen dazu, gebrauchtes Klopapier wegzuwerfen. Keine Ahnung. Ich wollte mich schon immer im Wald zur Ruhe setzen. Wertvollen Müll zurückgelassen. Sie etwa? Nein. Ich lasse keinen Müll zurück. Müll zurücklassen. Wird ja noch schöner. Cool.
Crasht das Satellit? Nicht cool. Wo sind die anderen beiden? Die mögen das nicht.
Ziffer 2. Was spiel ich da? Das sind 2. Zuerst einen von beiden nicht gesehen. Super. Schade, welche finde ich wohl nicht. Und wo waren die anderen beiden Viecher? Sonst. Ja, versuche zur Abwechslung den Jump'n'Run. Ist das Ziel? Versucht habe, bin ich hier irgendwo gescheitert.
Ja, geht ja gut los. Oh, Gebirgschaft. Oh, eine einfache Passage. Fackeln die nicht. Oh, doch. Das ist führt nicht größer die Landefläche. Blödel-Leertaste. Darf ich jetzt einmal bitte speichern? Ich hasse es, wenn der Sprung mich auslöst.
Jo, knapp daneben ist auch vorbei. Ich schieb's auf den Ring, dass ich abgerutscht bin. Super Spiel geruckelt. Lucy, du stehst gerade ungünstig. Danke. Sie haben mich für diese 9 Jahre Gymnastik als Kind alle ausgelacht. Aber wer lacht jetzt? Ich. Ein Schwarm von diesen übergroßen Nagern war Sekunden davon entfernt, mich zu Tode zu nagen, als ich diesen alten Seilkurs gefunden habe. Für einen Regular Joe, dem Tod zu entkommen, ist hier eine Unmöglichkeit. Aber nicht für mich. Ich habe meine Augen geschlossen und vorgestellt, dass ich zurück auf dem Balancebalken war. Easy. Nachdem ich diesen Bug to
Fuß, irgendwie zahnigen Ratten ihr Dinner vermiest habe, habe ich angefangen nachzudenken. Dieser Punkt hier ist richtig nett und unerreichbar für jene, die meine überlegene Agilität nicht haben. Ich kann es mit Brettern zumachen und in mein eigenes kleines Lager verwandeln. Großartige Idee, weiß ich. Manchmal überrasche ich mich selbst. Sag, was du willst über diese grausige Apokalypse und alles. Aber wenn du so gut bist wie ich, dann ist es einfach nur ein weiterer Tag im Gym, also in der Sporthalle. Naja, wenn er meint, ich würde sagen. Fotomodus T. Und wieder ein neues Foto für die Galerie. Scheint ja sonst nichts weiter zu geben. Ja gut. Blut, da unten liegt die Person vermutlich. Tumbling Joe, ja. Das war nicht wirklich ein gutes Lager. So Gefahr.
War doch nur so eine Frau. So, ich brauche Leder und Fleisch. Und überladen. Gute Frau, was haben Sie für ein Problem? Ich habe solchen Muskelkater. Achso. Der Aufbau ist ein Knochenjob. Jetzt, wo die Welt den Gully runter ist, werden die Reichen arm und die Armen reich. Oh, anderer Spieler. Sachen. Bin total verdreckt. Ja, wenn das deine einzige Sorge ist. Müssen hier dringend sauber machen. Ja, dann fang an. Heute sind die Arme dran. 3 Sets mit je 12 Wiederholungen. Also gut. Kurz Hantel Curls für den Bizeps, Trizepsstrecker und Rückenstrecker. Bisschen blöd, dass es kaum richtige Geräte gibt. Egal. Kopf hoch. Nur noch 8 Luxussärge mehr, um das Soll und Backwoods zu erfüllen. Ich meine, Flatwoods. Wird nicht einfach, wenn man die finanzielle Lage hier betrachtet. Ich sollte sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von 2 Wochen im Flieger zurück nach Ipswich sitzen. Dann wird es wohl Bankdrücken heute. Schon wieder. Entweder erwischen uns die Verbrannten, die Wilden oder die Rats.
Ich suche nach Vorräten, die ich hier für Reparaturen gebrauchen könnte. Okay. Meinst du, du hast was Nützliches für mich? Ich sammle ständig. Das wäre super. Was kannst du mir geben? Oh, danke. Das werde ich eine Zeit lang einsetzen. Großzügige Leute wie du bleiben im Gedächtnis. Okay. Ja, ruf bei den Siedlern. Aha. Den Leuten noch nicht mal weggelaufen, schon kriegt man was. Es wird Zeit, dass dieses Land seine frühere Pracht zurückgewinnt. Jetzt wird aber gegessen. Ey, du hast eben gerade Holz zum Arbeiten gekriegt. Nachbarschaftshilfe gemacht. Oh. Die sieht so frisch aus. Ich glaube, die kennen wir noch nicht. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo! Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Okay, eine nee, gute Sache. Schon. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat am Bramco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ah, der hier. Dienst. Frei. Billiger. Verkaufen wir ein bisschen was. Wie schön, wieder auf menschliche Wesen zu treffen. Hey, frei, billiger.
wenn Sie Vorräte brauchen, ist Bob für Sie da. Mit etwas Glück und Verstand schaffen Sie es da draußen. So, hat er bezahlbare bekannte Pläne in dem 148. Die Aufseherin hatte gesagt, dass mehr Leute kommen würden. Schön, sie kennen zu lernen. Ach ja, da war doch das andere Hohl, das wir auch schon kennen. Ghost der Part 5. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Die heutige Folge Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods wird präsentiert von Zuckerbomben. Das Frühstück mit der Geschmacksexplosion. 100% der empfohlenen Tagesmenge an Zucker. Starten Sie perfekt in den Tag. Mit Zuckerbomben. Unsere Geschichte beginnt an einem schicksalhaften Abend, an dem der junge Pfadfinder-Pionier Fred Fisher ziemlich in der Tinte sitzt. Nach einem Sturz findet er sich an einem dunklen Ort wieder. Hallo? Wieso hört das Ding auf? Ich versehe nicht hier drin irgendwas aufgesammelt. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der uns. Mein Fehler. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Die heutige Folge Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods wird präsentiert von Zuckerbomben. Das Frühstück mit der Geschmacksexplosion und 100% der empfohlenen Tagesmenge an Zucker. Starten Sie perfekt in den Tag mit Zuckerbomben. Unsere Geschichte beginnt an einem schicksalhaften Abend, an dem der junge Pfadfinder-Pionier Fred Fisher ziemlich in der Tinte sitzt. Nach einem Sturz findet er sich an einem dunklen Ort wieder. Bin ich? Jack? Biff? Mr. Bailey? Kann mich jemand hören? Ich kann dich hören. Wer ist da? Ich kann dich nicht sehen. Ich heiße Sally.
wie heißt du? Fred. Alles in Ordnung, Fred? Glaub schon. Mir ist ein bisschen schwindelig. Muss mir den Kopf gestoßen haben. Oh nein. Hast du dich auch verirrt? Naja, irgendwie schon. Ich war am See bei Flatwoods campen mit meinem Pfadfindertrupp. Und da waren diese Lichter, die am Himmel tanzten. Wie toll! Ja, schon. Naja, dann haben wir komische Geräusche gehört und die anderen haben mich gedrängt, mal nachzusehen. Du ganz allein? Du bist ja mutig. Danke. Ich bin den Geräuschen zu einem alten Mineneingang gefolgt. Da roch es ganz fürchterlich, wie nach faulen Eiern, nur schlimmer. Dann kam plötzlich von oben ein helles Licht. Ich hatte unheimlich Angst und bin in die Mine gerannt. Aber alles fühlte sich komisch an, als würden meine Füße nicht mal den Boden berühren. Dann wurde alles schwarz und ich bin hier im Dunkeln aufgewacht. Genau das ist mir auch passiert. Aber mein Dad sagt immer, wirst du vermisst, bleib wo du bist. Die sagen, sie holen ihn bald. Hier sind noch andere Leute. Eine wirklich gute Frage. Schalten Sie wieder ein im zweiten Teil von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods, die Antwort zu erhalten. Die Responder brauchen Sie. Besuchen Sie die Kirche in Flatwood. Ja, war ich schon. Untergrund. Sicherheit. Hey, danke, Smoo.
Und wie geht's den Zombies wo? Enthauptet und zerstückelt. Das klingt ja richtig brutal. War das auch mit der Zombie-Gewerkschaft so vereinbart? Zwei Ammo-Bags. Geil. Nachricht hochgeladen. Initiiere Übertragung. Achtung, Konsumenten. Neues Geschäft gegründet. Bitte Crates Schatzsuche und Co. aufsuchen, um Güter und Dienstleistungen auszutauschen. Initiiere Slogan. Folge dem Schild. Übertragung abgeschlossen. Super, ich bin gerade überlastet. Um 20 überlastet. Ja, hallo Fußweg.
Ich will einen Fotoapparat. Schon bin ich überladen. Ja, das muss ich mal eh nicht mehr da machen. Nee, das ist überhaupt keine Blume im Haar. Lydia. Oh, freie Radikale. Wo ist das Vieh, was ich getötet habe? Crane! Komm raus! Komm raus, wo immer du bist! Ja, ich kümmere mich gleich um euch. Hätte dich für cleverer gehalten. Deine kleine Sendung hat uns direkt hierher geführt, Schlauberger. Jetzt reden wir mal. Ja. Bist du... Hast dich ziemlich gut eingerichtet. Du sollst Informationen haben, an denen unser Boss interessiert ist. Sag mir, wo der Schatz ist, dann lässt er dich in Ruhe. Versprochen. Du kannst nicht einfach Blumen drauf machen. Ja, lass mal Muskeln hier ein bisschen spielen. Du tust was? Na, meinetwegen. Gut, gut. Wir haben das alte Sägewerk von West Virginia im Nordwesten übernommen. Los. Verschwinden wir von hier.
Ja, haut ab. Hinter jeder Elbe warten stinkende Schätze. So, guck, ob ich Mudfools umbauen kann, das wäre sehr gut. Oh ja. Das muss reichen. Ich habe eben gerade gesehen, was ich gesucht habe. Ich hätte aber hinten liegen müssen. Plündern ist wunderbar, aber auch feucht und schmutzig. Guten Abend, Jackson Kane. So spät aus dem Werk kommen. Kurz bevor ich Schluss machen will. Himmel. Der Müll liegt mir zu Füßen. Dann heb ihn auf, wenn er auf dem Boden liegt. Waffen reparieren. Ich habe doch hoffentlich genug Kleber jetzt. Wie soll ich so viele Waffen? Haben?
Und nicht mehr nur Kleber. Sie sind ein Stück Schrott. Das heißt, ich mag Sie. Schade. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles herstellen? Was treibt Menschen dazu, gebrauchtes Klopapier wegzuwerfen? Okay, gut, dann denke ich, mache ich an der Stelle mal Schluss.